Sie ist und bleibt das Original. Seit die ADAC Bavaria Historic 1987 am Fuße der Bavaria zum ersten Mal startete, wurde sie zu einer festen Größe, einer Kultveranstaltung der Oldtimer-Szene. Wie in den Jahren zuvor findet hier auf dem Gelände der Maxl-Rainer Brauerei das Treffen der Freunde alter und historischer Automobile statt. Tja, das ist sie, die Jubiläumsausgabe der ADAC Bavaria Historic. 30 Jahre haben wir jetzt auf dem Buckel. Bei Kaiserwetter feiern wir den Geburtstag, also besser kann es gar nicht sein. Da geht es in wenigen Minuten gleich los, der Prolog zur großen ADAC Bavaria Historic. Die Rallye-Legende Walter Röhrl, der mit seinem Urquattro 1987 am Pikes Peak die komplette Konkurrenz förmlich stehen ließ, ist auch hier und gibt sich die Ehre. Die Vorführung der alten Maschinen und des legendären BMW M1 geht weiter, während sich immer noch die Teilnehmer der 30. ADAC Bavaria Historic auf eine Reise machen, bevor der Abend entspannend wird. Bad Aibling ist ein gemütlicher Ort mit tollem Kurpark und einem hochmodernen Rathaus. Und hier beginnt am Morgen die Ruperti-Winkel-Etappe, die uns über einen Abstecher nach Mattsee in Österreich ins Porsche-Museum führt, dann zurück nach Traunstein und wieder nach 10, Bad Aibling. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir durften im Pressebus mitfahren. In so einem alten VW-Bulli sind 80 Kilometer in der Stunde gefühlt schon eine Höllengeschwindigkeit. Wir fuhren zwar außerhalb der offiziellen Wertung mit, aber unser Fahrer und seine Franserin sind mit Herzblut und großer Ernsthaftigkeit dabei. Die dritte Etappe führt, wie ihr Name schon sagt, durch die Chiemgauer Alpen. Der Morgen ist kühl, aber glücklicherweise dauert es nicht sehr lange, bis die ersten Fahrzeuge, der Orga-Käfer und ein weiterer ADAC-Käfer, an der ersten Wertungsprüfung eintreffen. Die Sonne hat noch ein Stück Arbeit vor sich, bis sie diese Wolken aufgelöst hat. Hier am Tatzelwurm scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Abgesehen einmal vom modernen Straßenbelag erinnert die Streckenführung hier wirklich noch an die Zeit, in der zweiter und manchmal sogar der erste Gang zur Bewältigung von Bergstrecken nötig war. Der Stadtplatz in Traunstein ist eine wunderbare Kulisse für eine weitere Wertungsprüfung. We'll be right back.
Zurück in Bad Aibling. Letzter Zieleinlauf neben dem Haus des Gastes. Und, wie man sehen kann, hat sich die Sonne durch die Wolken erfolgreich hindurchgearbeitet. Hier auf der Bühne. Herzlichen Abend für gute Gespräche. Und wir wollen mit einem dicken Applaus unsere drei Gesamtsiegerteams noch einmal auf der Bühne bedenken und einen schönen Ausgang.